Hallihallo, Hallöchen, hier ist Phantomas, der macht Spaß und heute geht es um die Brand News Box. Leckere Essen, wird mit der Zeit, yummy! So, meine Freunde, da habe ich es auch gerade schon gesagt, die Brand News Box ist mal wieder angekommen. Ja, es gab eine Zeit lang Pause, ne, denn ich habe mir gedacht, die Sachen gefallen mir nicht so 100%. Dann gab es allerdings eine Aktion und ich habe sie nochmal günstiger gekriegt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich gebe der Sache nochmal eine Chance. Wenn da jetzt nichts Gutes drin ist, so, dann sage ich dir, dann drehe ich durch. So, mal gucken, wo ist denn die Öffnung? Da. Habe Schere dabei. Dabei, habe Schere dabei. So, wir fangen an. Moment, Sekunde, jetzt geht's los. So, haben wir hier. Die Lootkarte. Gucken wir gleich rein. Mein Fotoapparat wegstellen. So, dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Feier mit uns Brand News Jubiläum, dein persönlicher Code. Ne, das ist mein persönlicher Code, den kriegt ihr nicht. Oh, es ist lecker, lecker. Was ist das? Oh. Okay. Hier, schaut mal. Das sind Jumbo Erdnussflips, ne, also große Erdnussflips von Wurzener. Bis zum 28.10.17 haltbar, ist also noch ein bisschen hin. Mit der Geschmacksrichtung Barbecue. Mais-Erdnuss-Snack mit Barbecue. Ja, komm. Ich bin wieder in Bierlaune. Ich probiere den Scheiß. Ich muss sagen, der Barbecue-Geschmack kommt gar nicht so raus. Der ist ganz schwach. Also ich finde ihn nicht so stark. Also ich finde das Mais-Erdnuss-Ding, das ist so, wie sagt man, präsenter als der Barbecue-Geschmack. Aber Erdnuss-Tipp, kann man machen. Boah, war noch was zu trinken. Oh, es wird auch was. Mal gucken. Da ist noch was. Was haben wir hier? Oh, Glück aus Kirschen. Purer Genuss. Kann man das so sehen? Glück aus Kirschen, purer Genuss. Ja, die sollten mich mal einstellen für den Werbeslogan, ne? Pures Glück aus Gelierzucker und extra vielen Früchten. Yum, 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 yum. Sauerkirschfruchtaufstrich, hergestellt aus 70 Gramm Früchten je 100 Gramm. Zutaten 70% Früchte, Sauerkirschen, Sauerkirschkonzentrat, Zucker, Zitronensaft, Geliermittel, Pektin aus Apfel und Zitrusfrüchten entspricht Gelierzucker. Für das Produkt kann Fruchtsteine oder Teile von Fruchtsteinen enthalten. Und da steht hier noch drauf, Privatmarmeladerie Friedrich Gröber. Also das scheint mir schon was Gutes zu sein. Glück aus Kirschen, purer Genuss. Okay, ich probiere jetzt nicht, ist mir zu süß, gerade jetzt, also. Was haben wir hier? Hugo. With flavored of Vodka. Yeah, Hugo mit Vodka in Black. Hugo Vodka Black. Das sieht gut aus. Könnte ich jetzt probieren, will ich aber nicht. Hoffentlich ist da was Netteres drin. So. Was ist das denn hier? Oh, geil. Cerveza, also ist Bier, und zwar Sol. So mexikanisches Bier. Finde ich ganz nice. Die sind auch teuer, glaube ich. Das ist so ähnlich wie, wie heißt denn das, was sie in Fast and Furious immer trinken. Wisst ihr? Schreibt mal in die Kommentare, wie heißt denn das, was sie in Fast and the Furious immer trinken? Da haben sie doch auch Desperados? Ist es nicht. Oder ist es sogar Sol? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich mal gucken. So, hier ist mal wieder das Brand News Magazin. Da stehen mal nette Sachen drin, auch ein paar nützliche Tipps und irgendwie Sachen über Italien. Was steht? Mal gucken, was da jetzt drauf steht hier. Pommes mit Eis, der verrückte Food Trend aus Australien. Hört sich gut an. Saure Früchte, Pampelmuse, Pomelo und Co. Bella Italia, italienische Küche, italienische Lebensart. Si. The Avocado Show, das erste Avocado-Restaurant in Europa. Also normalerweise steht hier unverbindliche Preisempfehlung 1 Euro, aber du kriegst es natürlich umsonst mit der Brand News Box. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Also man muss, also wenn ihr die mal holt, dann guckt euch auf jeden Fall da mal rein. Jetzt machen wir erstmal weiter mit den Sachen hier. Eistee, gefüllte Bonbons mit Pfirsicheistee von Fanna.
Falls euch das bekannt vorkommt, ja, das habt ihr bestimmt schon in der, wie heißt sie denn? Die Gusterbox habt ihr jetzt gesehen. Da war das nämlich auch drin. Ja, die will ich jetzt nicht probieren. Ne? Ich hoffe, es ist leider noch nichts Richtiges zu trinken dabei. Oh, hier, Müsli mit Kakao und Quinoa. Mit 5 Cerealien. Kann man das so, ja, kann man sehen, ne? Müsli, also hier von Brand, ne? So. So ein Müsli-Snack. Hier steht hier oben öffnen. Wo denn? Und hier oben öffnen. Oh. So, hier. Da ist er. Boah, überhaupt trocken. Hm? Aber gut. Hm? 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 Doch. Aber staubtrocken. Krieg mal runter. Machen wir weiter. Oh. Neu, neu, neu. Mau am Crazy Rocks. Ohne künstliche Farbstoffe. Was ist denn das eigentlich? Welchen magst du am liebsten? Super Strawberry, Olivia's Orange, Apple Alarm, Bombastic Blue Raspberry und Lucky Lemon. Also sind so Mauam in so einer neuen Form, ne? Hier in, wie heißen sie? Crazy Rocks, also verrückte Steine. Ja, die haben auch alle eine andere Form. Aber ihr wisst ja, wie Mauam schmeckt. Sind auch Spaghetti. Oh. Oh, 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 oh. Birkel. Und zwar Nudelinspiration. Chili-Knoblauch-Spaghetti. Chili-Knoblauch-Spaghetti. Guck mal, wie rot die sind. Kann man das so sehen? Ja, ne? Da. So eine rote Spaghetti. Chili-Knoblauch. Kann ich mir gut vorstellen. Ich denke mal, die könnten schmecken. Oha, was ist das denn? Tropikai. King Coconut Water. Pineapple Passion. Das ist Bio-Kokosnusswasser. Zutaten 70% Kokosnusswasser aus der King-Kokosnuss. Oh Gott, keine Ahnung warum. Und 20% Bio-Ananassaft. Und 10% Passionsfrucht. Das hört sich gut an. Hallo, ich bin eine King-Kokosnuss. In meiner Heimat Sri Lanka werde ich Tambili genannt, was Orange bedeutet. Ich bin eine echte Rarität. Bis heute werde ich von kleinen Bauern langsam, sorgsam geerntet und nach traditioneller Handwerkskunst verarbeitet. Mein Kokoswasser ist besonders aromatisch und sein Ruf als erfrischendes isotonisches Getränk eilt über die Meere voraus. In dieser Flasche steckt Wasser einer ganzen King-Kokosnuss, verfeinert mit frischer Ananas und Passionsfrucht. Probier's mal selber, am besten eisgekühlt genießen. Egal, ich probier's jetzt, also ich zeig's mal in die Kamera, so. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Ein bisschen wie eine Milchflasche. Und, ja, es ist gelb, ne? Aber Kokosnusswasser, das ist ja voll der Trend. Ich schüttel das mal. Riecht zumindest gut. Hat einen geilen Geschmack, muss ich sagen. Mhm. Das ist hammergeil. Das schmeckt richtig gut. Das schmeckt richtig gut. King Kokosnusswasser. Popcorn! Einfach selbst gemacht in Kinoqualität. Müllers Mühle Popcorn. Ne? Popcorn Mais. Es ist einfach so, es ist jetzt nicht für die Mikrowelle direkt, sondern Popcorn Mais. Ne, ihr wisst ja, ne? So eine Tasse Popcorn reintun, eine halbe Tasse Zucker oder ich glaube 3 Esslöffel oder so. Im Topf erhitzen und dann lecker genießen noch. Ne? Müllers Mühle, weil Gutes besser schmeckt. Müllers Mühle, weil Gutes besser schmeckt. Yeah! Boom! Tja! Doof! Nein, mach ich heute nicht. So. Gibt noch keinen Grund, sich aufzuregen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, ich habe voll Bock, gerade nochmal ein Stück von Kokosnusswasser zu trinken. Ist das alles jetzt? Geht das? Was haben wir denn hier? Energy Cake. Schwarzwälder Kirsch Energy Cake. Sieht jetzt nicht gerade lecker aus. Aber okay. Kann man machen. Ja.
ist halt ein Energieriegel Sauerkirschen. Schokolade drauf. Das Zollbier, das ist schon mal richtig gut. Da wird sich, glaube ich, auch der Nerd drüber freuen, über das leckere Zollbier. Da ist ja so ein Biersommelier, Sommelier, ne, so. So, was haben wir hier? Die Brandmüslis kosten, also diese hier, kosten 1,49 Euro im Laden, das glaube ich. Die Spaghetti kosten 1,59 Euro im Laden. Die Rocks vom Mauamt kosten 99 Cent. Das ist ja der Standardpreis, ne? Das ist eigentlich fast für alles von Haribo und Mauamt. Die Jumbo Flips, die kosten 1,09 Euro. Die halte ich jetzt nicht nochmal hoch. Die gefüllten Bonbons vom Eistee, die kosten 1,59 Euro. Hier, das neue Kokosnuss, King Kokosnusswasser, oha, hat einen stolzen Preis. 350 Milliliter für sage und schreibe 2,50 Euro. Warte mal, sind 700 Milliliter, das heißt, ein Liter kostet etwas unter 7,50 Euro. Na gut, ist Kokosnusswasser, ne? Das ist auch teuer. Ich glaube, das Video wird mal ein bisschen länger heute. Dann haben wir den Energy-Riegel, der kostet 1,09 Euro für 125 Gramm. Ja, würde ich sagen, ist okay, ne? Der Popcorn-Mais kostet 1,09 Euro. Ist ganz okay. Also dafür Müllers Mühle kennt man ja, würde ich mal behaupten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist bei Rewe oder einem anderen Supermarkt. Ist das auch eine gängige Marke. So. Dann haben wir den Hugo-Sekt. Der kostet 1,99 Euro. Und den haben wir hier noch. Der Hugo-Sekt mit Wodka-Flavor. So. Inspiriert von populären Gin- und Wodka-Cocktails. Bla 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 bla. Ne? Also wie gesagt. Das Glück aus Kirschen. Glück aus Kirschen. Purer Genuss. Glück aus Kirschen. Yeah. Das kostet 2,49 Euro. Ist okay für eine Marmelade. Ne? Also ist ja eine Privatmarmeladerie. Kann man machen. Ich muss sagen, die Box hat mir sehr gut gefallen. Ne? Also, viele Sachen sind ja so, dass man die im Schrank liegen lässt oder so. Aber hier auf jeden Fall das Kokosnusswasser schmeckt lecker. Die Marmelade werde ich auf jeden Fall morgens benutzen. Popcorn, ne, für den nächsten Filmabend, ihr wisst Bescheid. Eisteebonbons, nochmal Bonbons, ne, auf jeden Fall. Dieser Energy Cake, ne? Ja, ich will ihn jetzt nicht essen. Deswegen, ich würde ihn probieren, aber ich will ihn jetzt nicht essen. Die Chili-Knoblauch-Spaghetti auf jeden Fall. Na, ich habe nämlich noch von den letzten Boxen so eine Flasche Tomatensoße. Das wird richtig geil, glaube ich. Die Erdnussflips kann man auch wegsnacken. Und natürlich hier das Bier und der Sekt. Ne, die finden auf jeden Fall Verwendung. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch das zu zeigen, wie immer. Wenn ihr Bock habt, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Dann hole ich mir die nächste auch noch. Guck mal hier, das ist sogar die Christopher Reeve-Gedächtnislocke irgendwie, ne? Also wenn es euch Spaß gemacht hat, ne, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder sagt hier, ey, du hast viel zu wenig probiert, du hast viel zu schlecht in die Kamera gehalten, nimm das mal schöner auf und so. Würde ich machen, apropos hier, ne, guckt euch mal die letzte Mal Geekbox an, da war unter anderem dieses geile Shirt drin. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir noch ein Abo da, das würde mich freuen und supportet mich ein bisschen und kostet euch keinen einzigen Cent und ihr verpasst meine Fresse nie wieder in eure Abo-Leiste. Das ist doch mal was. Ansonsten, schaut mal in der Endcard vorbei beim lieben Nerd, ne, der hat auch noch tolle Sachen für euch, der unboxt ordentlich was und der hat auch ganz coole Sachen, finde ich, ne. Außerdem, schaut bitte auf jeden Fall bei den Filmbloggern vorbei, lasst den Abo da, wenn ihr Bock habt, der supportet uns und es kostet euch, wie gesagt, nichts, ne. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, gern geschehen, euer Phantomas.